Name ist Martin Harren, Geschäftsführer der Harren-Gruppe. Es ist ja ein Privileg, muss man sagen. Und nichts anderes, wenn du keine Kapitalgesellschaftsstruktur hast, wie ein Aktienunternehmen, wo im Grunde genommen Entscheidungsprozesse und auch Verantwortlichkeiten erodiert sind und man sich dann schnell hinter versteckt, dass der Sharepreis beispielsweise dich zu einer bestimmten Entscheidung auch geleitet hat. Und in einem Familienunternehmen, so wie früher bei den Bauern, die treffen teilweise Entscheidungen, da hat erst die nächste Generation was von. Und wir sind natürlich nicht so getrieben, was ist morgen und was auch nicht in einem Jahr. Sondern wenn wir gerade ein Ziel besprochen haben vom Jahre 2035, dann möchte ich gerne, dass wir das erreichen. Und das ist natürlich toll, wenn ich mit meiner Familie das besprechen kann. Und wie machen wir das? Und nicht Einflüsse habe von Menschen, die ganz andere Agenden verfolgen. Beispielsweise Analysten oder Stockprices. Deswegen ist das für mich natürlich eine sehr wichtige Facette unseres Tuns. Die Werte sind, dass wir versuchen wollen, unseren Service, den wir unseren Kunden bieten, heute, dass wir den morgen noch ein bisschen besser machen. Noch ein bisschen zuverlässiger, noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen effizienter. Aber das ist ja erstmal der Hauptantrieb. Aber da gibt es noch ein paar mehr. Einer ist, in 15 Jahren wollen wir komplett CO2-neutralen Service anbieten für unsere Kunden. Wir machen das nicht nur, um die Guten zu sein, sondern auch, weil wir glauben, dass wir sonst gar nicht weiterkommen. Wir glauben, dass wir für die Energiewende einen entscheidenden Beitrag leisten können, ich würde sogar sagen müssen, weil die Schwergutschiffe, die dann die Einzelteile von der Produktion zu den Windparks bringen, die werden immer größer und die brauchen dann glücklicherweise genau Schiffe wie bei uns. Bei uns arbeiten über 50 Nationen. Wir machen Geschäfte mit der ganzen Welt, mit den Menschen in Asien. Seit Jahren, unser Singapur-Büro hat schon ein 20-jähriges Jubiläum gehabt. Wir öffnen gerade ein Büro in Lagos und wir machen Geschäfte in Brasilien, haben ein großes Büro. Und mit den ganzen, sag ich mal, kulturellen Besonderheiten, die nehmen wir nicht als negativ wahr, sondern wir versuchen uns damit zu arrangieren. Aber da gibt es keinen Grill für, das ist einfach für uns, würde ich sagen, in der Schifffahrt allgemein, würde ich gar nicht denken, ist das ein bisschen drin. Unsere Dienstleistung, das geht ja. Das hat viel mit Administration zu tun, das hat viel auch mit Disziplin zu tun, aber es hat auch viel mit Kreativität zu tun und mit Verkaufen und die gibt es alle nebeneinander. Deswegen ist es sicherlich nie gut, wenn du einen Typus hast, ne? Du brauchst immer unterschiedliche. Aber es gibt eben noch andere Visionen. Ich möchte gerne, dass Leute, wenn die nach Hause gehen, einfach stolz sind mit dem, was sie machen, mit wem sie es machen, hier mit ihren Kollegen. Und das ist natürlich nie perfekt, sondern muss dann arbeiten, dass die Leute auch happy sind und stolz sind. Das wäre meine Vision, dass wir auf diesem, auch ein Idealbild, dass man da immer weitermacht.